Hallo, ihr Lieben, da bin ich wieder zurück. Wie versprochen, nun mit meinem Seifenvideo. Und zwar mit Seife, die ich selbst gemacht habe. Selbstgemachte Filzseife und ja, gekaufte Seife. Genau, nicht zu vergessen, mein TK Maxx Haul. Ich bin schier ausgeflippt, als ich gestern bei TK Maxx war. Die haben so viele tolle Seifen. Es ist unglaublich. So, zudem einmal erst, warum? Ach so. Nein. Ich fange anders an. Und zwar zeige ich euch erstens meinen Haul mit der Seife, die ich gestern beim TK Maxx gekauft habe. Und zwar, die ist so mega, mega cool. Und zwar haben wir hier Orange und Zimt. Und das duftet hier neben mir. Das ist echt unglaublich. Und auch hier stehen immer bei, die haben jetzt 3,99 gekostet. Und hier stehen dann auch die Inhaltsstoffe drauf. Und ja, die ganzen Seifen sehen so aus. Also es ist also auch ein ordentliches Stück. Das ist jetzt italienische Seife. Hier steht drauf, von welchem Hersteller bzw. von welcher Marke die ist. Und hier steht es auch drauf. Das hier oben, das ist die Marke. Und ja, diese Seife werde ich auf jeden Fall auch zum Einfilzen benutzen. Warum gefilzte Seife, zeige ich euch bzw. erzähle ich euch später, wenn ich soweit bin. Jetzt erstmal weiter geht's mit den Seifen. Und zwar habe ich hier, die hat 4,99 gekostet. Und zwar ist das auch von der Marke, von einer italienischen Marke. White Musk heißt die. Und da sind drei so eine großen Seifen drinne. Und auch die riechen einfach mal mega gut. Und das Schlimme ist, ich bin morgen schon wieder da in der Nähe, weil ich mich mit einer Freundin treffe. Und am Freitag bin ich noch bei einem anderen TK Maxx. Also, ich glaube, ich werde einfach eskalieren. So, das ist die. Dann habe ich noch mal ganz tolle Seife für den Winter gekauft. Und hier steht dran, Tuscans Bruce. Ich musste erst mal googeln, was es ist. Ich habe sie gekauft, weil sie mega gut riecht. Es ist toskanische Fichte. Und ich hätte, das ist die gleiche Marke wie auch diese Zimt- und Orangenseife. Also vom gleichen Hersteller. Und auch aus Italien. Und sie riecht, oh, ich hätte nie gedacht, dass Fichte so gut riechen kann. Es ist wirklich unglaublich. Und diese Seife sieht so aus. Das sind drei richtig große Seifenstücke. Ich meine, es ist schon fast zu schade, die einzufilzen. Aber jeder kennt das. Warum eingefilzte Seife? A, man verbraucht weniger Seife, als wenn man das Stück so hat. Das Filz, wenn das da drum ist, das ist fest. Und immer, wenn man das aufschäumt, schrumpft dieses Filzstück mitsamt der Seife mit. Man hat halt so hinterher nur noch einen kleinen Filzklumpen übrig. Man kann die Seife B bis zum Schluss aufbrauchen. Man hat nie kleine Seifenstückchen übrig. C, die Seife ohne Filz, wenn man in der Badewanne sitzt, sie glitscht einen ständig aus der Hand, genauso wie wenn man sich Hände wäscht oder so. Sie glitscht einen aus den Händen, sie rutscht weg, sie ist nicht so griffig und deshalb, wenn sie eingefilzt ist, lässt sie sich viel besser halten. Und D, das Filz hat auch noch einen enorm tollen Peeling-Effekt für die Haut. Die Haut wird so weich, ich hätte das selber nicht gedacht, aber es ist tatsächlich so. Und deshalb Filz. Seife. Und deswegen Filz um diese Seife um zu. Es ist mega. Und jedes Stück sieht einzigartig aus. So, diese Seifen haben auch 4,99 € gekostet.
Und wenn ich davon ausgehe, 2, 4, 6, also dass ein Stück Seife nicht mal 2 Euro gekostet hat, ist es echt ein guter Preis. So, und dann mein absoluter Favorit ist diese Marke hier, Vanille und Ingwer. Und das riecht so, so gut. Und auch hier 4,99 für 3 Seifen. 3 mal 100 Gramm sind drin. Hier sind 3 mal 125 Gramm sogar. Das ist sogar so noch ein bisschen mehr. Aber auch diese Seife riecht mega gut. Genau. Und seitdem ich das einmal gemacht habe und meine Seife eingefilzt habe und das dann auch bei diversen Bekannten erwähnt habe, mir wird die Seife quasi aus den Händen gerissen. Weil es gibt klar diese parfümierten Seifen, da ist auch Parfüm drin. Es ist auch nicht vegan. Aber es gibt ja auch genügend vegane Seifen. Man kann ja auch Pflanzenölseifen kaufen in bestimmten Alnatura oder Naturkosmetikläden. Und auch die kann man natürlich, weil auch die glitscht einem aus der Hand, wenn man in der Badewanne oder in der Dusche ist, kann man wunderbar einfilzen. Eine geht einfacher einzufilzen, bei der anderen braucht man noch ein bisschen was anderes an Material, um es einzufilzen, weil bestimmte Stoffe in der Seife einfach fehlen, damit es verfilzt. Aber ich habe mich lange damit eingelesen und ich finde es einfach nur mega genial. Genau, dann andere Seifen, die ich auch schon fertig gekauft habe und eingefilzt sind, sind meine veganen Seifen. Und so viele sind es nicht mehr, weil viele sind weg. Also der Burner sind Granatapfel und Lavendel. Also das muss ich jetzt mal ganz klar sagen. Milch und Honig geht auch. Mandelmilch und Beere, die ist jetzt allerdings nicht vegan, die ist auch gut weggegangen. Also wirklich richtig genial. Und da haben wir einmal die Granatapfelseife. Und zwar ist da auch immer eine Banderole drum. Hier unter ist mein Logo. Dass es eine Pflanzenölseife ist, dass sie Granatapfel, also dass der Duft Richtung Granatapfel ist. Und ganz wichtig, dass sie vegan ist. Hier steht dann noch ein bisschen zu, warum man unbedingt oder warum man eine Pflanzenöl bzw. eine Filzseife benutzen sollte. Ja, schon früher hat man das halt mit Schafwolle umwickelt und hat das dann so gemacht. Wem das natürlich zu viel ist und wer sagt, oh nee, ich möchte das gar nicht so verbrauchen, kann das auch in den Schrank legen oder so und dann riecht der Schrank einfach wunderschön. Wie gesagt, meine Seifen liegen hier in einer Kiste und es ist oh, ja einfach nur der Wahnsinn. Und verschickt wird das Ganze in so einem Beutel. Ich habe die jetzt erst einmal nur in so ein in so eine Zellophan, also in so einem, in so einem Klarsichtbeutelchen aufbewahrt. Dazu gibt es ein Seifensäckchen. Und zwar, wenn die Seife hinterher, ich hole die einmal raus, wenn die Seife hinterher nass ist, so sieht sie dann aus, zum Beispiel mit der Wolle, die sieht dann wieder ein bisschen anders aus, hat auch andere Farbgebung, wie man das so sieht, ne? Und so. Worauf wollte ich jetzt hinaus? Ach genau, wenn das Seifenstück hinterher sehr nass ist und so. Und man legt es dann in so eine Seifenschale. Es ist ja hier unten die Liegefläche immer sehr, sehr matschig und eklig. Und ich finde es einfach nur. Das passiert euch mit dem Filz natürlich nicht mehr. Es trocknet wahnsinnig schnell und es matscht nichts voll. Und ihr könnt es halt in der Badewanne oder in der Dusche in das Seifensäckchen tun und mit der Schlaufe hier oben einfach aufhängen. Und dann habt ihr immer ein schönes, sauberes Stück Seife, ohne dass irgendwas voll schmiert, was voll tropft. Oder. Genau. Ja,
Das ist der Vorteil von eingefilzter Seife. Diese Plastiksäckchen werde ich in Zukunft austauschen. Da werde ich kleine Stoffbeutelchen kaufen. Die kennt ihr ja alle, die ganz normalen Organza-Säckchen. Und dann kommt das da rein. Zu jeder Seife, weil da hinten ja immer nur der Text drauf steht, warum gerade das mit dem Peeling-Effekt und dass die Durchblutung der Haut angeregt wird durch das Filz und so, gibt es bei mir, jetzt muss ich mal eben suchen ein bisschen, super Vorbereitung, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ich gucke jetzt einfach mal, da müsste das mit drauf sein. Immer noch von diesen Seifen Granatapfel da unten. Eine kleine Inhaltsstoffanleitung dazu. Also das schneide ich dann hier aus. Dann habt ihr so eine Postkartengröße. Das kommt dann in jedes Säckchen mit rein. Und da steht dann genau drauf, welche Inhaltsstoffe in dieser Seife enthalten sind. Ja, es ist reine Pflanzenölseife. Die ist auch wirklich vegan. Ich habe nach diesen Teilen, was hier drauf steht, mal gegoogelt. Und zwar könnt ihr das wirklich eingeben mit Kosmetikprodukte und dann einfach meinetwegen dieses Sodiumpalmat einfach eingeben. Und dann wird euch angezeigt, dass das zum Beispiel ein verseiftes Öl ist, ein Pflanzenöl. Und ja, das kann man machen, wen es interessiert, weil es gibt ja wirklich einige, die achten da wirklich sehr drauf, was für Inhaltsstoffe in den einzelnen Seifen angegeben sind und ja, ob sie vegan sind, ob sie nicht vegan sind und genau. Und deswegen habe ich mir überlegt, mache ich für jede so eine Seife, mache ich einen, bei den Seifen zum Beispiel, wenn die hinterher eingefilzt sind, ist ein kleines Zettelchen mit diesen ganzen Inhaltsangaben, also mit diesen ganzen Inhaltsstoffen enthalten. Und sicherlich sind da auch Stoffe drin, die jetzt, ja, wie man sich vorstellen kann, vielleicht natürlich nicht vegan sind und auch Augenreizungen verursachen können. Aber ich denke, diese Alkohol, wo Alkohol enthalten ist oder Parfümseifen oder so, das ist einfach so. Und ja, jeder kann ja entscheiden, ob er es kaufen möchte oder nicht. Ich jedenfalls ja, finde sie mega. Und da habe ich dann, wie gesagt, Granatapfel. Dann habe ich Verveen, das ist Eisenkraut. Was mich ein bisschen irritiert ist, bei manchen steht auch Verbene drauf oder Verbenen, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Eisenkraut hat so eine leicht Zitrone, also das heißt leicht, sie riecht stark nach Zitrone. Dann haben wir hier eine super schöne Seife mit Granatapfel und Avocado. Entschuldigung. Und die riecht auch mega gut. Die ist nicht ganz so intensiv wie diese, nur Granatapfel. Aber die hat auch einen ganz ähnlichen und tollen Duft. Und wie ihr seht, die Seifen sind einfach individuell. Die Pflanzenölseifen sind auch einfacher zu filzen. Ja. Und dann habe ich noch eine. Und zwar ist das eine Limited Edition, steht jedenfalls auf der Verpackung drauf. Pure Joy heißt die. Die soll nach Fräsie und Pfingstrose duften. Und ich finde auch diesen, der hat so ein bisschen was von Meeresbrise, finde ich. Also ein ganz erfrischender Duft. Und auch den finde ich super, super. Habe ich wie heißt denn das? Jetzt komme ich da nicht drauf. Oh, Naturladen, ja, oh, wie heißen? ja, ihr wisst schon, wo man Bio-Nahrungsmittel und ja,
Ich komme jetzt nicht drauf. Ich habe Wortfindungsschwierigkeiten. Ja. So, dann habe ich eine Seife mit vulkanischer Tonerde. Und die muss ich sagen, ich hätte nie gedacht, dass vulkanische Tonerde, dieser Name sagt schon einiges, aber das riecht so schön. Und wenn man wirklich ein Geschenk für einen Mann sucht, kann ich diese Seife wirklich nur empfehlen, weil die riecht super, super gut. Und ja, also alle Leute, die bis jetzt meine Seifen getestet haben und die, ja, die finden sie super. Also, ja, was kann dazu leider nicht mehr sagen. Ich will mich jetzt auch nicht loben oder so, aber ich bin schon stolz, so ein bisschen stolz. Das ist so mein kleines Baby, was ich in der letzten Zeit entwickelt habe und ja, freut mich schon. So, dann habe ich Glycerinseife selbst gegossen quasi. Und zwar kauft man dann fertige Glycerinseife und die wird eingeschmolzen und dann kann man sie veredeln mit Duftstoffen, mit Ölen, mit verschiedensten Farben. Man kann Blüten reinmischen, man kann getrocknete Früchte reinlegen und, und. Und ich habe mir jetzt erstmal so eine handelsübliche, wundert euch nicht, ein Kilo ist super viel, aber es ist leider auch überhaupt nicht richtig, also es ist nicht günstig. Normale Glycerinseife, Rohseife als Basis gekauft, ist SLS frei, ein Kilo mit Shea Butter, also die hat schon einen pflegenden Anteil, hat die schon enthalten. Und trotzdem habe ich in eine Seife zum Beispiel noch Kokosöl mit reingemischt. Und zwar habe ich dann einmal hier so eine Filzseife gemacht, Apfelzimt. Und ihr seht schon, die sind ein bisschen kleiner, weil ich denke, ja, zu Weihnachten so ein Stück Seife, das hält bestimmt locker 2 Monate. Könnte ich mir vorstellen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Meins hält schon Ewigkeiten. Und ja, und zu Weihnachten mag man ja auch gerne verschiedene Düfte und oder nur eine Kleinigkeit, wenn man irgendwo zum Adventskaffee eingeladen ist oder so. Und dafür sind die, glaube ich, ganz gut geeignet. Und hier haben wir einmal Apfelzimt. Da haben wir auch einmal meine Internetseite drauf und dass die Seife auf Glycerinbasis ist. Mit Shea Butter, Kokosnussöl, also Kokosöl und ein Parfümöl, Apfelzimt ist enthalten. Da ist also, die ist, ja, mit einem Parfümöl versetzt. Und, ja, genau. Also kein ätherisches Öl, sondern eins mit Parfüm, was aber auch für die Kosmetik verwendet werden kann. Genau. Und ich glaube, so Weihnachtsseifen, das geht einfach. So, dann habe ich das gleiche nochmal mit Zimt. Da habe ich allerdings kein Kokosöl reingemischt, sondern die habe ich so gelassen. Dadurch, dass die so, ja, ist auch super geworden. Also das ist Duft Richtung Zimt. Das riecht nach Apfelzimt. Und man glaubt es kaum, aber die Sachen riechen wirklich unterschiedlich. Ich hätte jetzt gedacht, dass man zum Beispiel, ich habe Apfelzimt und was habe ich denn noch für eine Duftrichtung? Was war denn das? Apfelzimt und Winterapfel und dass das ähnlich riecht, aber nein, die riechen tatsächlich komplett unterschiedlich. Das ist echt witzig. Dann eine Duftrichtung Weihnachten, so nennt sich dies Parfümöl, was ich da gekauft habe. Und auch hier ist kein, also nur hier ist Kokosöl mit reingemischt. Hier habe ich es vergessen, weil ich das abends schnell machen wollte. Nochmal eben schnell ein paar gießen, dass sie für den nächsten Tag fertig sind. Ja, genau. Und dann haben wir hier noch Winterfrüchte. Auch eine sehr interessante Mischung. Riecht super lecker. Und ja, das sind wie gesagt keine Pflanzenölseifen. Und deswegen lässt sich diese
Seife auch nicht einfach so umfilzen. Da braucht man quasi noch eine zusätzliche Seife, was außen den Filz verfilzt. Genau, so, das sind meine Winterseifen und das war es eigentlich auch schon. Ich habe mir jetzt aus dem Bastelladen, weil ich, die ist von Amazon, ich wollte halt direkt eine haben und zwar eine durchsichtige und da brauche ich auch kein Kilo. Habe ich mir aus dem Bastelladen eine gekauft, die war jetzt knapp 12 Euro, also sie ist wirklich nicht günstig und die werde ich auch mit Duftstoffen versehen. Das ist auch eine reine vegane Seife. Und von Rico, 100% vegan. Da steht dann auch drin, was die Inhaltsstoffe sind. Das werde ich dann halt auch nochmal übernehmen. Und dermatologisch geprüft, hautneutral, kein Eigengeruch, flüssige Seife mit Seifenfarben, Seifendüften und Pflegestoffen gut mischbar. Genau. Und dann kann man das einfach, wie gesagt, auch in Förmchen gießen und hat ganz tolle Seifen. Und hier, wie man sieht, dann auch mit Kräutern drin oder, ja, genau. Aber davon will ich mir eine spezielle Seife für Weihnachten jetzt noch machen. Also, was heißt für mich? Natürlich auch für euch. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen angesteckt mit meinem Seifenwahn. Und mich würde das tierisch freuen, wenn ihr es einfach mal probiert. Und ihr könnt es natürlich auch gerne nachmachen. Aber mich würde es natürlich freuen, wenn ihr meinen kleinen Shop ein bisschen unterstützen würdet, sozusagen. Meinen kleinen Gewerbe. Also ich habe auch tatsächlich einen Kleingewerbeschein, so ist es nicht. Für alle die, die mich jetzt noch nicht kennen. Und ich freue mich auch über jeden neuen Abonnenten, über jedes Däumchen nach oben, über jeden Kommentar, über jede E-Mail oder wenn ihr mich über Instagram anschreibt. Wobei E-Mail ist schon fast besser, obwohl es ist eigentlich völlig egal. Alles steht unten in der Infobox. Meldet euch gerne, aktiviert das Glöckchen beim Abo und so verpasst ihr keine neuen Videos und ich freue mich ganz einfach, mit euch dieses schöne Seifenvideo teilen zu können. Und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Freude daran und ihr habt euch ein bisschen von mir anstecken lassen. Und wir freuen uns, wir sehen uns in meinem Shop. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss!